Das ist unser Sea Pearl, mit der wir für knapp 2 Jahre die Meere unserer Welt erkunden. Immer auf der Suche nach tollen Orten und schönen Bildern. Nach dem Atlantik und dem Pazifik ersegnen wir uns jetzt den Indischen Ozean. Kommt jeden Sonntag mit an Bord, um nichts zu verpassen. Nach unseren ersten Eindrücken in Indonesien, in Somlaki, nehmen wir euch in dieser Woche mit auf eine lange Etappe über 1000 Seemeilen in diesem großen Land nach Westen. Erstes Ziel ist Labuan Bajo auf der Insel Flores. Wir sind in Indonesien in der falschen Saison unterwegs. Das heißt, dass bei stabilem Wetter der Wind und die Wellen und damit auch die Strömung in der Großwetterlage von vorne kommen. Wir suchen uns deshalb bewusst schwachwindige, damit aber instabile Wetterfenster, um Strecke nach Westen machen zu können. Da hinten im Regen und da ist Osttimor. Man hat es ja gerade schon gesagt, so nah werden wir Osttimor in unserem Leben vermutlich nicht mehr kommen. Wir haben jetzt knapp die Hälfte unserer ersten langen innerindonesischen Überfahrt geschafft von Somlaki, wo wir angekommen sind, ganz im Osten, ziemlich weit im Osten des Landes, mal als Fernziel Labuan Bajo, kurz vom Komodo-Nationalpark. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Gestern Nacht war ja nicht so schön, heute kündigt sich ruhig an, hoffentlich bleibt es auch ruhig. Morgen soll dann relativ heftiges Wetter kommen. Schau mal, wie wir damit umgehen. Aus dem Nichts einfach 25 Knoten Wind. Nicht ganz sicher, ob das jetzt aus dem Gewitter kommt oder zwischen den Inseln durchpfeift. Es hat es gerade schon wieder abgenommen auf 15. Aber ein unnötig stressiger Start in die Nachtschicht.
Regelmäßig heißt es, Motor an, um durch Flauten zu schieben. Und dann können wir in Düseneffekten doch wieder kurze Strecken segeln. Wir motorsegeln an den Inseln nördlich von Osttimor entlang, weil wir gerade mal wieder zu wenig Wind für die hohe Welle haben. Wir haben Süd-Südwestwind und die Inseln sind ja südlich von uns, das heißt, die beeinflussen ziemlich stark den Wind. Wir haben jetzt seit heute früh segelbaren Wind meistens, aber wenn dann mal ein Vulkan oder eine Landsenke im Weg sind, dann gibt es entweder 33 Knoten auf die Schnauze oder keinen Wind. Ja, es ist anspruchsvoll, es ist fast so ein bisschen Binnensegeln hier. Und natürlich auch nervig, weil unser Unterwasserschiff halt so gar nicht für Wellen von vorne oder schräg vorne gemacht ist. Aber gut, wir sind ein bisschen, wir fühlen uns erinnert an die Passage nach Galapagos mit Stefan und Nicola, die ja mehr als ungemütlich war. Und im Vergleich dazu ist das Schiff erstaunlich trocken innen, obwohl ständig Wellen drüber kommen und ja, wahrscheinlich ist heute Nacht schon wieder besser. Heute Nacht oder heute Abend soll der Wind dann weniger werden, weil wir in die Abdeckung von Flores kommen, wo eher Windschatten ist als Düseneffekt. Und morgen, übermorgen Abend, also noch zwei Nächte, die ein bisschen ruhiger sein sollen, und übermorgen Abend sind wir dann vermutlich im Komodo Nationalpark, wo wir dann wahrscheinlich eine gute Woche eingeweht sein werden, weil dann sehr starker Westwind kommt. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir uns durch die Wellen hier durchstehen. Vielleicht wieder ein bisschen mehr Wind mitnehmen, dass wir richtig segeln können, nicht nur Motorsegeln. Ja, und Spitzen. Es ist nämlich super heiß in Indonesien. Das Land muss mich erst noch überzeugen. Es gibt nämlich mal wieder super viele Fischernetze um uns rum. Einige Tanker, die uns aber anscheinend ausnahmsweise mal sehen am AIS. Und naja, der Wind ist jetzt auch noch nicht so verführerisch hier. Und es ist zu heiß. Aber ich denke, sobald wir im Komodo Nationalpark sind, wird es super schön. Und von da aus soll es ja auch schön weitergehen Richtung Westen. Also ich denke, das Land wird mich noch überzeugen, aber im Moment braucht es noch ein bisschen. Braucht noch bessere Argumente. Morgen vom nächsten Tag. Die Nacht war viel ruhiger als der gestrige Tag. Sehr schön. Da konnte man wieder durchschlafen. Leider nicht ganz segeln. Ich weiß gar nicht. Ich glaube um 3 oder 4 habe ich die Segel weggerollt. Jetzt ist es 7. Matthias schläft gerade. Ich bin quasi in meiner zweiten Nachtschicht. Seit Sonnenaufgang. Und ich genieße gerade das Motoren, auch wenn das das Segler vielleicht blöd ist, aber angenehm war. Es ist auf jeden Fall schöner als das gegenan Crashen und Bolzen bei 30 Knoten Wind und 1 Meter Welle von vorne mit diesem Unterwasserschiff. Es kommt wohl nachher noch mal Wind. Jetzt haben wir noch eine Nacht hier draußen und morgen gegen Nachmittag sollten wir dann in Labuan Bajo ankommen. Ja, dann freue ich mich auf ruhiges Weihnachten, eingewehtes Weihnachten, eingeweht in den verschiedenen Buchten vom Komodo-Nationalpark.
und auf schöne Natur, die wir da erleben können. Trotz der Widrigkeiten des Wetters, die Landschaft beeindruckt uns. Das ist doch so anders als alles, was wir bisher auf der Reise erlebt haben. Wir sind in der Anfahrt auf Labuyan Bayo, ganz im Westen der Insel Flores. Haben also hoffentlich, klopfen wir auf Holz, wenn das Ankermanöver oder Bojenmanöver oder wie auch immer das da innen drin ist, dann gut geklappt hat, eine weitere Passage hinter uns. 650 Meilen von Samlaki. Labuan Bajo stellt sich als erstaunlich touristischer und großer Ort heraus, vor allem, weil die allermeisten Kurzkreuzfahrten in den Komodo-Nationalpark von hier aus starten. Es wimmelt von Booten und die Infrastruktur bietet auch uns einen guten Zwischenstopp. Was ist denn los für dieses Taxi? Das ist das Einzige. Hallo Rudolf. Ja, hi. Ein halb ausgeschlafenes Guten Morgen aus Labuan Bayo. Hier sind wir gestern früh angekommen, haben uns die Stadt ein bisschen angeschaut, haben aufgetankt, haben eingekauft und eine sehr wellige Nacht verbracht. Gestern Abend wurden wir nochmal von einem nicht angesagten und relativ starken Gewitter überrascht mit 28 Knoten Wind. Aber ja, wir waren Gott sei Dank von der Passage so müde, dass wir die Nacht ganz gut durchgeschlafen haben. Jetzt geht's nach Komodo, nach Rinca. Genau, unser Anker hat top gehalten, dem können wir wirklich zumindest auf so einem schlammigen Sanduntergrund wie hier top vertrauen. Nur hier ist ein bisschen Strömung, es hat allgemein in Indonesien ziemlich starke Strömungen wegen den Gezeiten und das Boot stellt sich deshalb genau quer zu den Wellen. Ihr seht es vielleicht auch leicht an unserer Bewegung im Oberkörper. Wir rollen hier so von einer Seite auf die andere,
Es war nicht ganz so angenehm, aber wir haben Labuan Bajo als guten Stopp genutzt für Nachtanken, für Lebensmittel einkaufen. Das ist hier recht touristisch, macht aber natürlich die ganze Versorgungssituation sehr einfach. Und jetzt geht's nach Rinca im Komodo Nationalpark zum Hauptquartier vom Nationalpark. Da haben wir ein paar schöne, hoffentlich ruhige Tage. Wir nutzen den Regenguss am perfekt ruhigen Ankerplatz vor dem Hauptquartier des Komodo-Nationalparks, um am Boot zu arbeiten und genießen die Stille um uns herum. Wie ein Spiegel liegt das Meer da. Auf in den Nationalpark. Wir sind jetzt hier gerade auf Rinca Island im Komodo-Nationalpark.
haben 4 oder 5 Komodo-Drachen schon gesehen, einiges über die Tiere gelernt. Nur leider können wir wegen Covid noch nicht in den Dschungel gehen und die von ganz nah sehen. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, die hier von so einem gesicherten Steg aus zu betrachten. Neben der Hauptattraktion, der Komodo-Warane, sehen wir auch deren Essen. Timorhirsche, Wildschweine und Wasserbüffel. Am Weg in unsere Bucht für Heiligabend im Norden der Insel Komodo fahren wir uns einen im Wasser treibenden Reissack in die Schraube. Glücklicherweise haben wir nur noch eine ganz kurze Strecke bis zur Boje und Luisa springt dann bei festgemachtem Schiff ins Wasser, um uns freizuschneiden. Wir feiern Weihnachten an einer Boje des Nationalparks ganz einsam in einer Bucht im Norden der Hauptinsel. Frohe Weihnachten. Danke, dass du mir links mit Spatzen gemacht hast. Das ist fränkisch, eine fränkische Tradition. Ich glaube, es ist ein fränkisches Winteressen und bei uns in der Familie eine Tradition zu Weihnachten. Wir sind am Weg nach Westen, der Komodo-Nationalpark liegt hinter uns und obwohl wir gedacht haben, dass wir Tage oder sogar Wochen dort verbringen, haben wir die leise Hoffnung, dass wir eventuell ein Wetterfenster haben, um jetzt weiter nach Westen zu kommen. Die nächsten 10 Tage sieht es nach sehr starkem Nordwest-Westwind aus, der uns ziemlich hier unten einsperrt in den Inseln hier. Und auch der Komodo-Nationalpark wird die nächsten Tage ganz schön überblasen werden und wir haben dann nicht mehr die eigentliche Landabdeckung, die wir erhofft hatten. Und wegen dieser fehlenden Landabdeckung und dem vielen Wind, den wir dann auch dort in den Buchten haben würden und eben jetzt ein bisschen nachlassendem Wind die nächsten 3-4 Tage, haben wir die Hoffnung, dass wir weiter nach Westen kommen und eventuell Silvester in Lombok oder Bali feiern können. Wir fahren jetzt also gerade vom Komodo-Nationalpark in Richtung der Insel Sumbawa.
Ihr hört es vielleicht leider unter Motor gegen einen relativ leichten Wind. Wir hangeln uns hier in der Windabdeckung von zwei großen Vulkanen auf Sumbawa entlang. Haben also gerade in etwa so 9 Knoten Wind genau gegen uns. Das wäre normalerweise ganz schön segelbar. Auf einem Armwindkurs würden wir da toll vorankommen. Wir wären dann aber zu langsam und würden es auch nicht schaffen, in der Windabdeckung zu bleiben. Drum fahren wir jetzt unter Motor genau nach Westen in Richtung Insel Sumbawa. Dann haben wir schon mal wieder die ersten 60 Meilen geschafft und schauen dann, ob wir die restlichen knapp 200 Meilen Richtung Lombok auch noch mit vertretbarem Gegenwind schaffen und nicht hier hinter uns eingeweht werden. Also leider mal wieder doch weniger Zeit zum Erkunden, als wir gehofft haben. Aber wir nutzen die Chance, das Wetterfenster, und machen ein paar Meilen gut, um dann doch Sicherheit vor Erkunden zu schreiben. Weil wir gestern Vormittag und Mittag und am frühen Nachmittag so gut vorangekommen sind und das Meer ausnahmsweise mal super ruhig war, haben wir uns entschieden, nicht in Bima zu stoppen, sondern gleich weiterzufahren, immer noch weiter Richtung Westen, soweit wir kommen. Der Nachmittag war erstmal sehr, sehr unruhig. Da hatten wir riesige Gewitterzellen, die auch echt viel Wind mitgebracht haben und entsprechend Welle. Nachts wurde es ein bisschen ruhiger, aber wir haben uns scheinbar irgendwas in die Schlaube gefahren, glauben wir. Auf jeden Fall spüren wir da eine leichte Unwucht. Gar nicht so leicht eigentlich. Eine Unwucht. Und jetzt haben wir beschlossen, da vorne ist jetzt ein Ort oder ein Gebiet, wo man vielleicht ankern kann. Da ist zwar noch nie, also es ist kein Ankerplatz angezeichnet und wir wissen jetzt überhaupt nicht, ob es möglich ist oder nicht, aber für uns sieht es nach 12 bis 15 Meter Tiefe und Sand aus, also probieren wir es einfach mal. Hoffentlich klappt es und hoffentlich hat es keine Strömung und nicht so hohe Welle. Und dann wird wohl einer reintauchen müssen und mal wieder die Schraube freischneiden. Hast du noch was zu sagen? Danke, dass du das immer machst. Versuchen wir es abzuschütteln. Ja, versuchen wir es abzuschütteln. Daumen drücken. Sollte ich eher hinter dich gehen? Weißt du was? Dann kommt sie auf der Seite raus. Das stimmt. Zumindest ist jetzt nicht mehr Unwucht. Fühlt sich besser an, oder? Ja, aber ich habe nichts rauskommen sehen. Wir haben also geankert. Ganz alleine. Es ist wirklich ruhig. Sehr schön mal zur Abwechslung. Die Plastiktüte oder whatever da in der Schraube drin war, ist einfach wieder rausgegangen. Da hätte man gar nicht so ein riesen Drama draus machen müssen. Aber nachdem sich das letztes Mal dann so festgefahren hat, als wir rückwärts Gas gegeben haben, wollten wir es nicht draußen machen bei den hohen Wellen, dass nicht ich dann vielleicht in Strömungen und Wellen ins Wasser muss. Jetzt sind wir eben hier unverhofft, haben ein paar Stunden durchatmen können und Ruhe genießen. Haben Kaiserschmarrn gegessen, Weihnachtskaiserschmarrn. Und es ist leider ein bisschen zu windig für die Drohne. Das wäre ganz schön hier, glaube ich, mit der kleinen Sandinsel da vorne. Aber gut, ist halt so.
Dann geht's dann weiter nach Lombok. Mit diesen Eindrücken von unerwartet anstrengenden und langen Passagen in Indonesien lassen wir diese Episode ausklingen. Wir sind froh, dass wir trotz der ungünstigen Bedingungen so viel Strecke nach Westen gemeistert haben und freuen uns jetzt auf intensiveres Inselerkunden von Lombok und Bali. Danke fürs Zuschauen und bis nächsten Sonntag wieder hier auf unserem Kanal. Vergesst uns das Liken und fleißige Kommentieren unserer Videos nicht.